Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr mehr Early Game Fights gewinnen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solchen Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut natürlich gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt auch gerne natürlich meinen Creator-Code Theacraft im Item-Shop ein. Ich würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter freuen, müsst darauf aufpassen, dass natürlich auch alle 14 Tage wieder rausfliegt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit den ersten Tipps. Und zwar, um überhaupt erstmal ein gutes Early Game spielen zu können, sollte man natürlich seinen Jobspot gut kennen und überhaupt natürlich erstmal einen guten Jobspot haben. Dabei ist es erstmal gar nicht so wichtig, wo ihr genau auf der Map landet. Das bestimmt am Ende nur gegen wie viele Leute ihr fightet. Also wenn ihr besser im Early Game fighten schon seid, dann könnt ihr natürlich in einem etwas congesteteren Spot landen, wie zum Beispiel Salty Towers, wo ihr dann eher auf ein paar mehr Gegner trefft. Wenn ihr aber noch nicht ganz so viel damit gepracticed habt, dann lohnt es sich meistens eher so in irgendwelchen anderen Orten zu sein, wo man immer nur gegen ein Team fighten muss. Und dadurch kann man dann sich natürlich etwas mehr Zeit für die Fights lassen. Aber insgesamt musst du vor allen Dingen in dieser Season eigentlich in wirklich jeder am einzelnen Spot fighten. Es gibt kaum Spots, die wirklich zu 100% uncontested sind, und ich würde sagen mindestens 3 aus 10 Runden bei einem FLCS zum Beispiel sind eigentlich immer contested. Das heißt, man muss auf jeden Fall sehr, sehr gut mit seinen Early Game Fights klarkommen, und dafür sollte man natürlich schon direkt in seiner City, also wenn man zum Beispiel in Salty Towers landet, einen guten Job haben, dass man dort auf dem besten Building landet. Und wenn man sich hier zum Beispiel das auf Fortnite.gg anschaut, wo die ganzen Kisten hier in Salty Towers sind, dann sieht man hier hinten bei den Häusern sind meist nur eine Kiste drin. Das heißt, hier zu landen lohnt sich nicht wirklich, da bekommt man kaum Loot, und wenn dann eben mal die Kiste nicht mal spawnt, hier die paar Floated Spawns auch nicht zu 100% spawnen, dann wird es immer so sein, dass man am Ende zum Beispiel nur mit einer AR oder so rausläuft, keinen Shotgun hat, während jemand, der zum Beispiel an einem dieser beiden oder dieser drei Gebäude hier landet, die dann eben halt wahrscheinlich zu 100% eine Shotgun haben, eine AR haben und damit einem eigentlich schon direkt überlegen sind. Natürlich neben den ganzen, was Waffen und so angeht, ist natürlich auch so das Shield wichtig. Also wenn man zum Beispiel hier wie beim Kolosseum südlich davon ein Slurp Truck hat, dann ist es natürlich auch immer ein sehr, sehr großer Vorteil. Aber das hat man halt in vielen Städten nicht. Ansonsten haben wir natürlich auch so dass die Mats, wie zum Beispiel die ganzen Paletten im Main Tower, können einem auch schon einen großen Vorteil über die Gegner geben. Das heißt, man sollte sich wirklich ein Building aussuchen, wo man eben halt wirklich sehr, sehr guten Loot bekommen kann. Und gleichzeitig sollte man natürlich jetzt auch nicht das Building nehmen, wo wirklich die allermeisten Gegner landen, wie zum Beispiel hier beim Main Tower, wo zwar viele Kisten sind, aber halt auch gleichzeitig 10 Gegner landen, wodurch man dann am Ende oft nur eine einzige Kiste hat, die man looten kann. Und hier drüben zum Beispiel in diesem Doppelhaus hat man 4 Kisten, und von den 4 Kisten kann man eigentlich in jeder Runde mindestens 2 holen, wenn zumindest beide gespawnt sind. Und dadurch hat man auf jeden Fall eine größere Chance, guten Loot zu bekommen, als zum Beispiel im Main Tower. Das heißt, wenn man häufig immer direkt auf Spawn stirbt, manchmal gar keine Waffe hat, dann sollte man sich auch eventuell eher einen Spot aussuchen oder einen Spot in der Stadt auf jeden Fall aussuchen, wo immer nicht ganz so viele landen. Insgesamt müsst ihr halt im Early Game wirklich sehr, sehr stark auf alles achten, was ihr habt. Das heißt, Mats, auf euer Shield, auf eure Ammo. Das habt ihr nämlich alles im Early Game nicht sehr viel, und gerade immer so etwas wie Mats habt, denn nicht genug, um irgendwas wie ein Buildfight zu machen. Das Einzige, was euch übrig bleibt, ist ist in Buildings Boxfighten. Selbst außerhalb von Buildings kann man nicht wirklich Boxfighten. Und ansonsten geht es wirklich darum, das beste Aim zu haben. Und deshalb ist es sehr, sehr vorteilhaft, wenn man gutes Aim fürs Early Game hat. Da empfiehlt sich zum Beispiel das Skavox Aim Trainer oder Aim Duels in Fortnite oder natürlich auch Third-Party-Apps wie AimLab oder Kovex, damit man eben mal da richtig gutes Aim bekommt. Und man muss halt auch darauf achten, dass man nicht nur mit der Shotgun gutes Aim hat, sondern dass man auch mit der AR, mit Pistol und vielleicht sogar mit Sniper im Early Game gut spielen kann, weil man eben halt auch das eine oder andere Mal einfach auf einer Sniper droppt und dort halt einmal einen Quickscope raushauen muss. Und wenn man das eben mal nicht schafft oder allein schon nicht mit einer AR oder so die Gegner schnell genug bekommt, dann wird dann das sehr, sehr krass benachteiligen. Man soll doch versuchen, so wenig mit Damage wie möglich zu bekommen, also auch so etwas wie Moven ist sehr, sehr wichtig zu haben im Early Game, damit man eben mal so viele Leben wie nur möglich behält. Ansonsten aber, um allein schon einen generellen Vorteil zu haben, ist es natürlich auch immer ziemlich gut, direkt einen guten Job zu haben, damit man eben halt als erstes die Chance zum Beispiel zu Kisten hier auf dem Main Tower hat und nicht, dass dann eben halt schon 10 Leute vorher gelandet sind und man nur den schlechtesten Spot in der City bekommen kann. Wenn man dann eben halt wirklich so ein paar Sekunden oder ein paar Millisekunden alleine früher landet, hat er meistens schon einen sehr, sehr großen Vorteil und hatte zum Teil dann auch wirklich schon den direkten Win, weil man teilweise natürlich auch schon Shots bereits auf Gegner machen kann, die noch nicht mal gelandet sind. Wenn wir es zum Beispiel hier mit Colossal Colosseum haben, wo man eben halt außen diesen Ring hat, wo ganz viele eben halt auf Highground landen oder manche bis unten fliegen und man dann eben halt hier
zum Beispiel auf der Kiste instant landet, kann man häufig auf die, die hier hinten landen, den ein oder anderen Tag drauf machen und hat dadurch einen direkten Damage-Vorteil, was natürlich insgesamt einem dann am Ende auch dazu hilft, dass man den Fight schneller und natürlich insgesamt auch überhaupt erstmal gewinnt. Das Droppen natürlich immer nicht ganz so leicht, wenn man nicht genau weiß, was jetzt die beste Strategie zum Droppen, gibt es dafür eine sehr, sehr gute Website, die nennt sich landingtroll.com und hier könnt ihr einmal eure Busroute auswählen, damit müsst ihr einfach hier einmal diese Punkte verschieben und müsst halt darauf achten, dass dieser Mittelpunkt immer über der Mitte der Map ist, also hier ungefähr um den Zero Point rum, da muss immer dieser Mittelpunkt sein und dann könnt ihr das Ganze einfach so verschieben, dass er immer da drüber ist und so könnt ihr sozusagen jede einzelne Busroute nachbauen und wenn ihr dann zum Beispiel Salty Towers landen wollt, müsst ihr ganz einfach da einmal raufklicken mit Linksklick genau auf das Gebäude und dann einmal nur unten auf Find Best Job klicken. Dann würde ich hier eine Route angezeigt und dann wird euch auch der Punkt angezeigt, wo ihr den Gleiter öffnen müsst. Das heißt, ihr müsst versuchen, hier genau über diesen Punkt zu sein, damit ihr dort den Gleiter öffnet. Wenn ihr aber wirklich dauerhaft nur auf diesen Punkt achtet und eben halt nicht so ein bisschen darüber zielt, dann werdet ihr am Ende eben halt dort schon vorher den Gleiter öffnen und nicht erst an diesem Punkt. Das heißt, hier müsst ihr zum Beispiel irgendwo so eher hier hinschauen, damit ihr dort dann eben halt am Ende den Gleiter öffnet. Aber wenn ihr diese Route habt, dann könnt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spot dafür, einen Job bekommen. Und wenn ihr hier eben halt auch zu früh euren Gleiter öffnen solltet, also eben mal zu steil runtergehen solltet, dann wird am Ende auch das Problem sein, dass er zum Teil dann zu niedrig droppt, was natürlich auch sehr, sehr problematisch ist. Ihr müsst es jetzt natürlich nicht für jeden einzelnen Grad machen, zum Beispiel wenn ihr es nur ein ganz bisschen weiter nach rechts verändert, wird sich da jetzt nicht so viel ändern. Ihr landet immer noch in dieser genau der gleichen Position, springt dann an einer etwas anderen Position ab, aber man sollte es zumindest so für die 4 bis 8 großen Richtungen machen, das heißt zum Beispiel einmal hier aus allen 8 Ecken oder zumindest eben halt mal hier so aus allen 4 großen Richtungen und aus manchen Richtungen weiß man ja auch einfach, wie man jobbt, zum Beispiel wenn man hier lazy die Busroute von hier hat, dass man eben halt versuchen muss, hier einfach auf dem losen Point zu landen, wenn man eben halt hier unten eher hin will. So manche Jobspots weiß man auf jeden Fall oder Jobs generell weiß man ja, aber bei denen, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie man am besten jobben soll und bei denen man die größten Probleme hat, da lohnt sich das auf jeden Fall hier mit zu machen. Das Einzige, was man da natürlich nur noch machen muss, ist das Ganze in-game zu practicen, weil natürlich so vom Aussehen her kann man das dann einigermaßen schon, aber man weiß dann immer nicht genau, wie man das genau ins Game übersetzen muss und deshalb ein paar Practice-Runden braucht man auf jeden Fall dafür, damit man einen guten Job bekommt. Das macht man am besten einfach in Arena, damit man zumindest auch schon ein paar Early-Game-Fights hat und dadurch kann man dann auf jeden Fall so langsam sich herantasten an den Spot und man muss natürlich generell sehr häufig dort landen, dass man alle Kisten-Spots und so direkt auswendig kennt, alle besten Loot-Routen, effizientesten Loot-Routen auswendig kennt, denn das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur viele Kisten hat, sondern dass man die natürlich auch so schnell wie möglich looten kann. Zum Beispiel könnte man ja auch ganz einfach hier von diesem Haus zu dem Haus und zu dem Haus dann rüberlaufen, hätte auch vier Chests, aber hat halt sehr, sehr viele Wege dazwischen, wo man im Prinzip nichts macht und dadurch kann man eben halt auch nicht wirklich schnell den Loot farmen und das sollte man eben halt auch noch in seiner Loot-Route beachten, dass man wirklich so schnell wie möglich den Loot bekommt. Ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn es so sein sollte, lasst hier gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.